Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Batman 3. Beim letzten Mal haben wir erstmal uns eine rote Laterne geholt von den Red Lantern, also eine Wutlaterne. Und dann haben wir uns noch sie hier geangelt, weil wir sie auch brauchen. Falsch, nicht Cyborg. Wie heißt sie? Indigo 1, genau. Und dann haben wir auch dann beim letzten Mal endlich die 1 Million Stats überschritten. Wäre es schön, wenn es mein Abonnenten wäre. Spaß. Aber okay. Und jetzt müssen wir die Mission spielen. Diese Mission hier spielen. So ein Quart. Ja, ich bin sicher. Könnt übrigens auch, wenn euch dieses Video gefällt, einen Daumen nach oben da lassen und meinen Kanal abonnieren. Just saying. An jedem anderen Ort in der Galaxie wäre ich jetzt lieber. Dich können wir auch nicht leiden. Sinestro, wir sind gekommen. Spar dir das Theater, die anderen Lettern haben Bescheid gesagt. Du denkst, du kannst mich hintergehen, Jordan? Du bist noch törichter, als ich dachte. Schnapp sie! Also, endlich mal wieder so ein Luftkampf. Leute, guck mal. Keine Angst, Robin. Das willst du nicht, du doch nur. Meister Barney, haben wir Angst. Wie besiegen wir dieses Ding, Herr? Warte mal, so. Irgend hab dich. Es gibt keine größere Macht als die Angst. Ergib dich, John. Warte mal, ich glaube, meine neuen Freunde und ich geben nicht so schnell auf, Sinestro. Genau, du lila Lästermonster. Auf ihn darf ich doch sowas sein. Wie sie so nett fragt, auf ihn darf ich sauer sein, oder? Mich nicht, es schlimmer zu machen. Hä? Das machst du sowieso. Ich habe keine Angst. Nichts ist stärker als die Willenskraft. Du meinst die unbezähmbare Willenskraft? Ja, danke, dass du mir die Pointe ruinierst, Batman. Also, ich weiß übrigens immer noch nicht, was Green Lantern sein Gefühl ist. Aber langsam kann ich es mir vorstellen. Jawohl, was ich denke, ist Schluss. Hoffnung ist ja wer anders. Wo kommt dieser Strahl her? Will ich das wissen? Warte mal, wo ist jetzt der Crazy Train? Grundy ist voll auf dem Arsch gelandet. Hä? In einem unsichtbaren Flugzeug umzuziehen erfordert einiges an Mut. Wonder Woman, Grundy, helft Lantern. Sie sind nicht real, Robin. Aber trotzdem furchterregend! Schließ deine Gedanken und deine Ängste. Wie lächerlich. Diese grüne Bedrohung ist nur noch eine überdimensionale Marionette. Kümmert euch nicht um mich, Leute. Rettet euch. Lass ihn runter, Sinestro. Schnell, ihm nach, bevor es zu spät ist. Wer sind die? Nicht unsere Feinde? Oh. Das sind Thunderer. Sie werden komplett von Sinestro kontrolliert. Okay.
Ey, manchmal bin ich echt froh, dass unser Universum nicht so abgefuckt ist. Naja, aber wenn die Multiversumstheorie von Dr. Strange... Ich hoffe, ich habe nicht gespoilert, weil das Multiversum ist ja im Titel. Ich muss vorsichtig sein, weil viele haben den Film, glaube ich, noch nicht gesehen, den neuen Dr. Strange. Aber wenn die Theorie korrekt ist, dann ist unser Universum nur eins von vielen. Eins von unendlich. Obwohl, das war gar nicht seine Theorie. Seine Theorie war was anderes, aber sie war cool. Sie gefällt mir. Aber ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen. Weil erstens, Marvel zu thematisieren im DC-Spiel ist wahrscheinlich nicht so cool. Und, ja, Spoiler und so. Komm schon. Feuer. So, einmal. Zieh. Bam. Als ob das Teil nicht mal kaputt geht. Solomon Grundy sauer. Oh, da ist so ein gelber Sack. Ich will jetzt nichts Böses sagen. Nee, der will uns Angst machen. Das ist ein Magnetanzug. Arktisanzug, Elektro. Tauchanzug. Nein, ich habe keinen Magnetanzug. Oh. Nein, das habe ich doch gar nicht geschlagen. Wonder Woman, danke. Kann irgendwer fliegen? Lol. Batman, du hast nicht zufällig der Jetpack aufgetankt, oder? Nein. Na klar. Es war eigentlich komplett klar. Sorry, ich will dich gar nicht schlagen. Nein, das war... Oh nein, sind die jetzt wie die Zombie-Pigmen in Minecraft. Wenn du einsteckst, greifst du die alle an. Obwohl, die heißt eigentlich Zombie-Piglins, ne? Ach, stimmt, der kann ja einfach durch Strom durchlatschen, der Batman. Wenn er seinen E-Anzug anhat. Was ist das für ein abgefucktes Förderband? Aua. Warum bin ich tot? Mann! Wie, Junge! Lass mich doch meinen Scheiß machen. Nein, och, leck mich doch, ey. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Ich verliere gleich mein ganzes Geld.
Oh nein. Oh, fuck. Ja, es sind wie Zombie-Pigmen. Tarnanzug. 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 So. So, Wonder Woman, kannst du jetzt den Riesen angreifen oder? Achso, jetzt kommen die Yellows. Zack, zack. Ich muss jetzt gegen den Riesen kämpfen, glaube ich. Und der wird es genießen. Okay, Weltraumanzug, danke. Und wieso bringt mich so ein scheiß Laser um? Ja. Achso. Hey, wieso muss ich jetzt Taste 2 drücken? Achso. Okay. Das soll ich nicht. Die gelben Pyjama-Mann zerquetschen. Au, prügelt er sich jetzt mit Grundy? Ja. Als ob. Der hat ihn einfach begraben. Obwohl, ich muss wieder ausgraben, glaube ich. Und ich habe den begraben und dann den Boden zerklopft, wo er drin war. Eure Hartnäckigkeit, aber das wird nicht reichen. Lass ihn gehen, Sinestro. Ich weiß selbst ein oder zwei Dinge über die Angst. Du hast keine Ahnung, Batman. Absolut keine. Ja. Klingt, als hätten sie keine Angst vor dir, Sinestro. Genauso wenig wie ich. Nein, das kann nicht sein. Ihr seid Narren, wenn ihr mich nicht fürchtet. Sinestro wird euch die Angst lehren. Schön, dass du wieder bei uns bist, Herr. Gut, dass du keine Angst hattest. Als Green Lantern lernt man, die Angst zu überwinden. Sinestro begreift das nicht. Ja. Weil Angst ist, glaube ich, der größte Feind von Dingens, Womens. Also Cyborg wurde wohl von einem gelben Strahl getroffen. Fällt mir jetzt gerade so ein. So, Fledermausmann, bitte. Danke. Falls ich es in dieser Folge noch nicht erwähnt habe, bei mir sind gerade 40 Grad draußen. Okay. Warte mal, kann ich das da oben zerstören? Entweder mit dem Poweranzug. Nein, dann mit dem Weltraumanzug. Warte. Laser. Oha. Cool. Wonder Woman. Danke. Oh, das wäre so auch die Superkraft, die ich mir wünschen würde. Einfach fliegen können. Lol.
Und okay. Ah. Ich hätte auch einfach rüberfliegen können, aber. Das ist meine letzte Warnung, Jordan. Geh, bevor sich noch jemand richtig wehtut. Irgendwie bin ich gerade. Habe ich gerade übel Lust, dieses Video hier zu schneiden. Weil ich die ganze Zeit coole Ideen habe. Am laufenden Band, was ich in dieses Video schneiden könnte. Ich finde es krass, wie die manchmal darauf setzen, dass wenn er jetzt daran... Also er hat jetzt zum Beispiel darauf gesetzt, dass wenn er daran kurbelt, dass dann da Klamotten kommen, auf die ich drauf springen kann und dann hier oben rankomme. Und das ist so unwahrscheinlich, dass das passiert, dass die Lego-Figuren da trotzdem drauf setzen, das ist unrealistisch. Siehst du, ohne das Teil wäre ich da nicht rangekommen. Achso, ja. Oh, fuck. Ich lande immer genau in dem Vulkan drin. Das ist witzig. Stimmt, ich kann ja gleiten. Und zack. Weg. Wieso elektrifiziere ich sie, wenn ich sie schlage? Ja, ich hab's geschafft. Wahrer Held, oder wie hieß das? Einfach 10 times Combo mal. Ja. So viel zu, ich werde nicht reich in dem Level. Ich glaube, jetzt einfach nur die Truppen kloppen, ist gar nicht mal die Aufgabe. Ich muss hier nebenbei noch Rätsel lösen. Vermute ich. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es einfach nur unendlich Truppen jetzt hier sind. Also kann ich in diesem Level hier sehr, sehr reich werden. Zack, zack, zack. Aber wie soll... Ach ja, Grundy ist ja... Aber der kann sich daran doch nicht festhalten. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Wie soll ich jetzt mit Grundy da hinkommen? Hä? Wie soll er da hinkommen? Okay, hell, brauche ich hier. Ach, der ist auch noch hier. Oder ist das hier jetzt nur für das Minikit? Ne, das ist nur für das Minikit.
4 Minikits in einem Level, Alter. New Best in dem Spiel hier. Wie soll Solomon Grundy hier hochkommen? Der Fettsack. No Fat Shaming. Wait a second. Batman. Der hier oben gerade so fleißig am Kämpfen war. Der hat doch noch Strom im Elektroanzug, oder nicht? Warte mal, kann ich? Genau. Batman hat noch Strom im Anzug. So kommt Solomon Grundy hier hoch. Nein, nicht wieder runter. Oh. Und zack. Zack, zack, zack. Oh, ich bin wieder bei Marcel-Kombo. Oh, fuck. Und... was soll ich damit jetzt machen? Okay, das war es auf jeden Fall nicht, was ich damit machen sollte. Okay, nein, Hell brauche ich. Ja, gleich. Was? Das werden wir ja sehen. Das ist das Tragische an der Sache, Jordan. Ja, wir werden immer... immer? Ja, fahr fort. Jetzt kann ich... warum liest es zur Abwechslung nicht mal deine Gedanken? Das tut es. Aber ich habe meine Gefühle so tief vergraben, dass ich nichts mehr finde, was mir Angst macht. Angst haben. Du brauchst deine Gefühle, Batman. Robin könnte verletzt werden. Ich hab sie. Auf geht's. Wir werden sie uns wohl holen müssen. Ach, jetzt kommen die auch noch da. Oh Mann, ey. So viel zu, ich werde in diesem Level nicht reich. Jetzt habe ich schon wieder nicht gelesen. Wahrer Held war es, glaube ich. Adam West noch nie gerettet. Der Arme. Der hängt in so einer scheiß Situation. Ich helfe ihm einfach nicht. Was für ein Hurensohn ich bin einfach. Muss mal mein Mikrofon hier richtig ausrichten. Schön den Arm strecken. Danke. Ein Space Shuttle. Der Laderaum müsste aber eigentlich offen sein. Die Triebwerke kann der auch nicht so benutzen. Das ist aber falsch. Entschuldigung, Leute, ich kann nicht anders, ich muss klugscheißern. Die verkleinerte Erde erschwert es, Superman aufzuspüren. Ich hab Angst, dass wir ihn niemals finden.
Okay. Was ist das nächste? Bin mal gespannt hier. Das Eis brechen. Ja, aber das Eis brechen, das tun wir beim nächsten Mal. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, auf jeden Fall Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Aber jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!